Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Adventskalender-Unboxing und zwar von dem Yves Rocher Adventskalender. Das ist der. Der hat 49,40 € gekostet. Das heißt, ein Türchen sollte etwas über 2 Euro wert haben. Dann ja, passt es vom Preis. Am besten wäre natürlich, wenn es ein bisschen mehr Wert hat. Genau, das ist der Kalender, den ich euch zeigen möchte. Aber vorher möchte ich euch zeigen, was ich noch dazu bekommen habe. Und zwar konnte ich mir nur noch 2 Sachen aussuchen. Von daher hat es sich nochmal mehr gelohnt. Und da habe ich zum einen von Yves Rocher natürlich das Elixir Botanique. Eine Nachtcreme. Ich konnte mir da ein paar Sachen aussuchen. Also es standen Sachen zur Wahl. Und da ich nicht mehr so viele Nachtcremes habe, habe ich einmal die genommen. Und dann habe ich hier noch so eine Tasche genommen. Die können wir uns mal angucken. So. Ist recht groß. Hier seht ihr das. Die finde ich ganz süß. So eine Strandtasche oder keine Ahnung, meinetwegen auch so Shoppingtasche. I don't know. Finde ich auf jeden Fall super süß. Also das sind echt gute, Gott, schlage ich mir schon ins Gesicht, gute Gifts, die es dazu gibt. Das gefällt mir schon mal. So, dann kommen wir zu diesem Schätzchen. Ich mache das Ganze mal auf. Ich finde von außen schon mal sehr schön. Dieses Blau und Gold sieht natürlich toll aus. Und das ist der Kalender. So sieht er aus. Ich stelle ihn mal gerade vor mich. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze mal durch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sein wird. So, Türchen Nummer 1 haben wir hier. Ich mache das Ganze mal auf. Ich finde es natürlich gut, dass das wieder befüllbar ist. Das freut mich. Und wie gesagt, das Design finde ich sehr, sehr schön. Als erstes haben wir hier Grenade Magnolia Pomegranate Body Lotion. Okay, also eine Granatapfel-Body-Lotion mit Magnolie und sowas, genau. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe noch nicht viel von Yves Rocher tatsächlich ausprobiert, aber freue ich mich auf jeden Fall drauf. Boah, das riecht sehr, sehr lecker. Es ist eine französische Marke und ist, ach, das riecht mega gut. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist eine recht natürliche Marke, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ihr könnt mich gerne mal verbessern. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Wie gesagt, ich habe noch nie so viel von denen probiert. Aber das riecht sehr, sehr gut. Da freue ich mich schon mal drüber. Das sind, glaube ich, alles eher so Größen, um die Marke kennenzulernen, zu testen. Aber ich denke, für den Preis wird sich das auf jeden Fall lohnen. Dann habe ich als nächstes Vanille-Orchidee Duschgel. So sieht das Ganze aus. Das sind übrigens beides, wie viel sind da drin? 50 Milliliter. Also auch gut, um zu verreisen. Den anderen Duft finde ich noch besser, aber das riecht auch gut. Vanille geht halt einfach immer, oder? Ganz ehrlich. Das riecht auch gut. Dann haben wir hier die 3. Ich habe mir schon mal ein paar vor mich hingestellt, damit ich die schneller öffnen kann. Und da haben wir... Ja, ich muss immer erst Organic Shea Butter Repair. Mit Calendula Nourishing Body Milk. Okay, wieder was für den Körper. So sieht das aus. Finde ich auf jeden Fall gut. Ich kann immer was für den Körper gebrauchen. Und wie gesagt, ich teste halt gerne. Weil wenn man dann doch was findet, was man gerne mag, kann man sich das ja gut mal bestellen. Jetzt kommen wir zu der 4. Und da haben wir ein Anti-Age Global Correcting Essence. So sieht das aus in 5 Milliliter. Genau, ein Anti-Aging-Serum. Zum Testen auch ganz gut. Kann ich gebrauchen. Dann die 5. Und da haben wir mit Shea Butter einen Lip Balm. Das ist jetzt nichts, was ich brauche. Ich habe noch so viele Lippenbalsame. Und den werde ich, denke ich, irgendwo verschenken oder selber in einen anderen Adventskalender geben, den ich zusammenstelle, weil das brauche ich jetzt nicht zwingend. So, in der 6 haben wir jetzt ein festes Shampoo. Genau, das ist jetzt tatsächlich gar nicht meins. Also ich finde Shampoo an sich fände ich nicht schlecht, aber ich stehe überhaupt nicht auf diese festen Teile. Ich finde das gar nicht gut. Riecht tut's gut, das riecht sehr blumig, was vielleicht aber nicht ganz so, also es riecht mehr nach Sommer als nach Winter. Was vielleicht nicht ganz passt, aber muss es immer genau da alles nach Winter riechen, finde ich, muss es, ist auch kein Muss. Ja, also für mich ist es leider nichts, obwohl der Nikolaus dran ist. Für andere vielleicht schon, das weiß ich nicht. So, dann machen wir weiter mit der 7. Und da finden wir auch wieder Vanille-Orchidee die Richtung. Eine Handcreme. Auch Handcremes habe ich genug, die würde ich auch
verschenken. Also ich benutze nicht so krass viel Handcreme tatsächlich, leider. Aber ich habe auch noch so viel, deswegen brauche ich die selber nicht. Dann kommen wir zu der 8. Da habe ich hier ein Micellenwasser Make-up Remover drin. Das finde ich wieder gut. Den kann man immer gebrauchen. Freut mich. Die Nummer 9. Ja, das möchte nicht ganz rauskommen. Ich muss ein bisschen rabiater werden. Sekunde. Das will nicht. Ein Parfum. Eine Parfum-Miniatur, 5 ml. So sieht das aus. In so einem Lavendelton aber. Ja. Keine Ahnung. So sieht das aus. Ganz süß. Ich rieche einfach mal dran. Aber Leute, ich sag's euch, ich kann nicht gut Düfte beschreiben. Wenn ich dran denke, blende ich euch hier ein, wonach das riechen soll. Oh Gott, ich werde gleich alles verschütten. Wonach riecht das? Also es riecht, glaube ich, nicht nach Lavendel, wenn ich jetzt raten müsste. Ich dachte erst vielleicht wegen der Farbe, vielleicht was Lavendelmäßiges. Aber ich finde jetzt auf dem ersten Schnupperer nicht, dass es danach riecht. Aber gut, wahrscheinlich steht es jetzt hier gleich, wenn ich es einblende. aber weil Lavendel ist ja immer so eine Sache, das mögen nicht alle. Das fände ich dann auch ein bisschen schwierig. Riecht gut. Blumig, hätte ich gesagt. Aber dezent, leicht. Kein schwerer Duft, ein leichter Duft. Riecht richtig gut. Doch, gefällt mir. Also das werde ich definitiv nutzen. Das mag ich. Finde ich eine gute Sache. Ich muss auch sagen, das Parfum wäre jetzt für mich eher ein sechstes Türchen gewesen. Aber egal, das ist Geschmackssache. Alles gut. Hier habe ich jetzt als nächstes ein Shampoo. Das ist mehr nach meinem Geschmack jetzt. Mit Jojoba. Das Shampoo, auch hier so eine Probegröße in 50 ml zum Testen, finde ich das gut. So, in der 11 haben wir ein kleines Pröbchen, 7 ml Bio Zika Creme Repairing. Repairing, ja genau, mit Apfel. So sieht es aus. Ein sehr kleines Teil. Also das finde ich schon ein bisschen immer sehr klein. Aber ja, trotzdem ganz gut. Also man lernt die Brand, finde ich, ganz gut kennen. Es sind wirklich komplett verschiedene Dinge. Jetzt haben wir hier die 12 und da haben wir ein Leave-In drin für trockenes und kaputtes Haar. Das finde ich natürlich auch super. Wie gesagt, es ist fast von allem was drin. Ich wette, wir finden auch gleich noch einen normalen Conditioner, könnte ich mir vorstellen. Der würde jetzt noch fehlen. Nachher noch eine richtige Gesichtscreme, vielleicht auch ein Pröbchen von dieser Nachtcreme, die ich hier als Goodie dabei hatte. So, in der 13 haben wir jetzt noch einen Make-up-Entferner, aber diesmal einen Zwei-Phasen-Make-up-Entferner. Also perfekt für wasserfestes Make-up, das finde ich auch prima. Dann machen wir die 14 zusammen auf. Da haben wir leider so ein ganz kleines Pröbchen, das ist die 48 Stunden Nonstop Moisturizing Gel Cream, 7 ml. Nicht wundern, im Hintergrund ist wieder der Kleine. Der ist gerade ein bisschen am Erzählen. Wie gesagt, der zahnt und ja. Der erzählt gerade ein bisschen, bevor er mal nicht weint. Mal gucken. So, aber weiter im Text. Und zwar jetzt die 15. Da haben wir Monoi de Tahiti Creme. Wieder eine Handcreme. Ja, okay, wieder nicht so meins. Die Richtung soll, glaube ich, super gut riechen. Aber ja, Handcreme brauche ich persönlich nicht so viel. Da hätte mir eine definitiv gereicht. In der 16 finden wir was Dekoratives, was natürlich ganz cool ist und wahrscheinlich einige von euch toll finden. Und von außen sieht es auch schön aus. Und zwar ist es ein Lippenstift in der Farbe Rouge Elixir Glow, die 03 Camellia Rose. So sieht das Ganze aus. Auch ein Ton, glaube ich, der vielen zusagt. Also einfach wirklich so ein dunkleres Rosé. Das werde ich auf jeden Fall mal mit euch zusammen austesten. Finde ich auf jeden Fall cool, dass sowas drin ist. Damit hatte ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Die 17 enthält ein Peeling, das hatten wir auch noch nicht, das ist aus dieser Reihe, davon hatten wir auch eine Bodycream. Finde ich cool, Peeling teste ich sehr, sehr gerne auch immer aus von verschiedenen Marken, deswegen da freue ich mich sehr drüber. Dann gucken wir mal in die 18, da haben wir wieder ein kleines Typchen Anti-Age Global Day and Night
Mask. Genau, eine Gesichtsmaske so zum Testen. Ja, wieder sehr klein, aber okay zum Probieren. Dann haben wir die 19 und das ist wieder was Dekoratives und zwar ein Nagellack. Das ist einmal dieser hier in so einem ja, bräunlichen Glitzerton. Der hat so Glitzerpartikel drin, die so leicht silbrig auch aussehen. Das ist die Farbe 35 Bronze Doré. Genau, einmal der. Dann als nächstes haben wir ein Duschgel aus der Reihe, die wir als erstes hatten. Und zwar ist das hier dieses Granatapfelzeug. Finde ich sehr, sehr cool, weil den Duft fand ich ja sehr gut. Dann kommt als nächstes eine Creme für den gesamten Körper aus dieser Monoi-Reihe. 30 Milliliter sind das. Finde ich gut, dass ich auch was habe, was für mich schön ist. Also eine Bodycream in dieser Richtung. Da freue ich mich. In der 22 haben wir hier Hydra Vegetal, keine Ahnung, Moisturizing SOS Maske. 30 Milliliter. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Also eine Gesichtsmaske, die so ein bisschen Feuchtigkeit spenden soll. Das gefällt mir sehr, sehr gut. In dem vorletzten Türchen haben wir hier Avoine, oh Gott, und Sarrasin, keine Ahnung, was das sein soll oder wonach das riechen soll. Auf jeden Fall wieder ein Duschgel. Da schnupper ich mal einfach einmal dran. Boah, kann ich nicht sagen. Das riecht aber, finde ich, für mich irgendwie super, super sommerlich. Hier steht irgendwas drauf mit Hafer. Also es ist eher so ein bisschen, ja, Hafergedöns. Also jetzt kein krasser Duft. Er hat jetzt auch nicht schlecht gerochen, aber ja, ist okay. Und im 24. Türchen haben wir eine Full-Size-Mascara drin, was natürlich richtig, richtig cool ist und wahrscheinlich den meisten Leuten gefallen wird. Da freue ich mich auch, die werde ich sehr, sehr gerne mal testen, weil wie gesagt, von dieser Marke habe ich nicht viel probiert bisher. Das ist eine ganze Bande in Schwarz. Öffne ich jetzt noch nicht, weil ich habe noch ein paar. Und die möchte ich vorher testen. Genau, das war jetzt der Kalender. Ich habe euch diesmal nicht die Preise hingeschrieben. Wie gesagt, 2 Euro sollten es pro Türchen sein. Ich denke, das ist es auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viel so eine Mascara hier kostet. Aber die wird ja deutlich über 2 Euro sein. Wahrscheinlich kostet die 9 oder 10 Euro. Schätze ich jetzt mal. Ich bin nicht so vertraut mit Yves Rocher. Das wäre aber so ungefähr meine Schätzung. Also lohnen tut sich das auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass wirklich von allem irgendwie etwas dabei ist. Auch so gefühlt aus verschiedenen Richtungen, also nicht nur gefühlt, es waren ja verschiedene Richtungen und nicht nur aus einer Geruchsrichtung. Also ich kann mit dem Kalender auf jeden Fall viel anfangen. Ist halt wirklich, glaube ich, aber mehr was für Leute, die die Marke vielleicht noch nicht kennen und sie kennenlernen wollen oder die vielleicht so kleine Reiseprodukte haben wollen. Wer darauf steht, finde ich es in Ordnung. Also das Geld, was ich dafür ausgegeben habe, finde ich absolut angemessen. Wie gesagt, man muss ja auch noch bedenken, ich habe noch eine Full-Size-Nachtcreme umsonst dazu bekommen und diese Strandtasche. Wenn man das auch noch mit betrachtet, dann ist das auf jeden Fall echt ein guter Wert gewesen. Und ich bin damit zufrieden. Ist jetzt aber nicht so ein Kalender, wo ich sage, boah, die brauche ich jedes Jahr wieder, weil ich denke, das wiederholt sich, schätze ich mal, die Jahre. Weil die Sorten werden ja ungefähr gleich bleiben. Die ändern die ja nicht ständig und ja, also ich finde, einmal kann man das machen, ich würde mir aber nicht jedes Jahr wieder anschauen. Ihr könnt mir aber gerne mal eure Meinung da lassen, vielleicht gefällt ihr euch mega gut. Oder ihr sagt, ihr hattet den auch schon mal und so lala. Oder wie ihr die Marke generell findet, fände ich auch sehr interessant. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!